Wir freuen uns, Sie alle hier heute zu der Premiere unseres diesjährigen Schauspiels Das Wort begrüßen zu dürfen. Bevor wir mit der Aufführung beginnen, möchten wir einige Gäste vorstellen und auch besonders begrüßen. Ja, zum Ersten freuen wir uns, dass unser Hausherr und Pfarrer Martin Sinnhuber heute Abend hier ist. Schönen guten Abend. Ebenso freuen wir uns sehr darüber, dass Herr Pfarrer Schönborn heute hier ist mit seiner Frau. Er ist der Übersetzer dieses Stückes. Dieses Stück vom Dänischen ins Deutsche übersetzt und man muss dazu sagen, er war uns während der gesamten Probenzeit mit Rat und Tat zur Seite und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Besonders freuen wir uns natürlich auch, dass unser ehemaliger Pfarrer Hans Ludger und Franziska Diepers hier sind. Es gibt zu diesem Stück eine kleine Geschichte. Wir wollten auf der Verabschiedung von Pfarrer Ludger eine Szene aus diesem Stück spielen, was aber leider nicht zustande gekommen ist. Und daraus resultierte das Versprechen, das gesamte Stück aufzuführen. Dieses ist also unser Abschiedsgeschenk für Sie. Kurz zum Ablauf des Abends. Es wird so sein, dass wir nach dem zweiten Akt eine circa 15-minütige Pause haben werden. Im hinteren Bereich ist dann eine Theke aufgebaut, wo Sie Getränke erwerben können. Und dort wird dann auch unsere rote Spendenbox stehen, die Sie bestimmt auch alle an der Kasse gesehen haben, als Sie hier reingekommen sind. Wir sammeln seit vielen Jahren für die Kinderkrebsstation der Unikliniken Münster. Und die Kinder freuen sich sicherlich über jeden Cent, den sie erübrigen können. Also fleißig spenden. So, dann bleibt mir nur noch, Sie herzlich auch nach der Aufführung einzuladen, noch ein bisschen hier zu verweilen, mit uns zu feiern, über das Stück ins Gespräch zu kommen und einfach mit uns anzustoßen. Nun hören wir auch auf mit unserer Rede und fangen endlich mit der Aufführung an. Wir wünschen Ihnen allen und uns einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, Inga Schatz. Auf Wiedersehen, Nickel. Hoffentlich bringst du alles gut hinter dich. Du kannst ganz beruhig gehen. Ich tue, was ich kann. Wäre es nicht vielleicht doch besser, ich bliebe hier und versuchte dir ein wenig dabei zu helfen? Du weißt genauso gut wie ich. Wenn er es nicht von mir nimmt, ist es ganz egal, was der andere dazu sagt. Das stimmt auch wieder. Aber sei bloß vorsichtig bei der Arbeit. Denk an deinen Zustand, kleine Frau. Immer Tisch geht das auch mit meinem Zustand. Aber Inga! Naja, stoß dich nicht dran. Ich meine es ja nicht so. Wahrscheinlich kommt das auch von meinem Zustand. Anders hätte sich lieber nicht auf so etwas einlassen sollen. Das war einfach nicht richtig von Anders. Jetzt mecker du nicht auch noch über deinen Bruder, so wie es ihm jetzt geht. Naja, du wirst doch das noch hinkriegen. Wenn bloß Vater sich nicht wieder zu sehr aufregt. Das macht er doch immer. Aber das macht nichts. Nein, ich würde es viel mit der Angst zu tun bekommen, wenn er deswegen traurig werden würde. Aber du wirst sehen, das bekomme ich auch noch hin. Aber jetzt los mit dir. Und pass auf, dass du nicht ins Eis einbrichst. Ich werde ein Auge auf Anders haben, wenn er zurückkommt. Ja, tu das. Die Sache könnte ja doch noch so schlimm werden, dass es gut ist, dich in deiner Nähe zu haben. Auf Wiedersehen. Man könnte meinen, wir waren gerade erst verlobt. Ja, aber das sind wir doch auch, Inga Schatz. Von wegen, verheiratet seit 8 Jahren. Nur 8 Jahre. Manchmal denke ich, es ist noch ganz schön weit hin, bis zur goldenen Hochzeit. Viel zu kurz, kleine Frau, viel zu kurz. Aber nun wirklich auf Wiedersehen. Und mach keinen Unsinn. Mach ich das denn sonst? Entschuldige, das hätte ich nicht sagen sollen. Mach's gut. Danke, lieber Gott. Danke für alles. Und sei auch du heute wieder mein Helfer. Amen. Das kommt daher, dass es da oben reingeregnet hat. Aber jetzt werde ich dafür sorgen, dass die Stelle wieder abgedichtet wird. Du bist es, Großvater. Du erschreckst mich ja. Aber was hast du gerade gesagt? Der Felsen dort.
Wenn du aufschaust, kommt vom Regenwasser. Das Dach ist am Schornstein undicht. Dachdeckermeister Christen ist ein Schludrian. Und wenn er noch so bekehrt ist, ist die Stute wieder auf den Beinen? Ich glaube, sie ist gerade dabei. Katinka, sag ihnen, sie sollen der Stute extra was hinstreuen. Und der Junge soll ein Auge auf die Sau haben, bis ich herauskomme. Das verdammte Rheuma, das kommt vom Wetterwechsel. Da ist es besser, wenn ich auf den Beinen bin. Was, Kaffee zu dieser Tageszeit? Ja, es ist doch so kalt heute. Deswegen? Ja, nein, eigentlich nicht. Tust du die hier? Ja, die muss aber auch gestopft werden. Kannst du das auch? Ich kann alles, isst die schon. Außer einen Jungen kriegen. Na, na, na. Liebling Inger, du bist eine Meisterin im Kaffeekochen. Nicht zu schwach und nicht zu stark. Ja, ich weiß ja inzwischen, wie du ihn am liebsten magst. Es ist doch eigentlich komisch, dass der neue Pastor nicht auf dem Morgenshof war, um einen Besuch zu machen. Er ist ja auch kein Grundvegianer. Aber auch kein Pietist. Also weder Fisch noch Fleisch. Immer unzufrieden, Großvater. Ja, Inger, das kommt von meiner Einstellung. Und die habe ich mein ganzes Leben lang gehabt. Sich nie zufrieden geben mit dem, was nicht wirklich gut ist. Mikkel und Anders sind sicher beim Riedschneiden. Ja, Mikkel ging gerade eben, als du da reinkamst. Aber er spricht doch recht gut auf der Kanzel. Ach, du meinst den Pastor? Ja, deswegen haben wir uns auch für ihn entschieden. Man sagte mir auch dort, wo er herkommt, er gehöre zu denen, die im Talar wachsen. Was? Die sein Amt würde ihn tragen. Nun, das wird sich zeigen. Eine Leiche im Wohnzimmer. Was ist los? Johannes, halt deinen Mund. Eine Leiche im Wohnzimmer. Geh, Johannes, geh. Eine Leiche im Wohnzimmer. So wird mein Vater gelernt. Was hat er gesagt? Er gibt schon etwas herauf, was er sagt. Ja, mit dem Morgenshof geht es bergab. Ach, es wird auch wieder besser werden, Großvater. Du wirst sehen. Johannes wird nicht anders werden. Da willst du das wissen und außerdem... Mikkel wird auch nicht anders werden. Also nein, wie kommt denn wieder dazu? Wie kommst du dazu, die beiden einen Atemzug zu nennen? Also manchmal verstehe ich euch nicht. Und anders? Naja. Manchmal verstehe ich euch Grundvegianer wirklich nicht. Wozu zählst du dich denn? Ich? Ich zähle mich zu niemandem. Du weißt genau, mein Vater konnte es nie leiden, wenn man irgendwo einsortiert wurde. Und so habe ich in den letzten Jahren auch zu denken gelernt. Für euch Grundvegianer. Was ist mit uns? Im Gemeindehaus, da lebt der Alte der Tage noch. Aber zu Hause? Da verhaltet ihr euch so, als ob er schon lange tot wäre. Inga, du weißt genau, dass ich in unserer Zeit nicht mehr an Wunder glaube. Und du weißt auch, wann dieser Glaube in die Brüche ging. Ja, in den Nächten, als du vor Johannes Bett knietest. Und Gott anriefst und er dich nicht erhörte. Da irrst du dich, Inga. Die Schuld liegt nicht bei Gott. Die Schuld liegt bei mir, bei uns, bei den Menschen. Da lag ich nun und bat für das, was mir das Teuerste auf der Welt war. Und ich war mir völlig sicher, wenn ich voller Glauben beten könnte, dann würde ich erhört. Aber ich betete voller Zweifel, ob Gott mich wohl nicht erhört. Aber ich will es immer wieder versuchen. Nein, Inga, wenn ein Vater, obgleich es um sein Liebstes geht, nicht mehr voller Glauben beten kann, dann ist das Wunder in dieser Welt heimatlos geworden. Aber so
Sollte Gott es denn nicht doch noch können? Sollte der Herr nicht mächtiger sein als eines Menschen Zweifel? Ach, Inga, wenn du nur wüsstest, wie oft es in mir brennt, nach Lourdes zu reisen. Was ist das? Ein Ort in Frankreich. Und was ist damit? Da, so sagen die Katholiken, geschehen Wunder. Manchmal steht in der Zeitung auch von einem, der hier bei uns Wunder tut. Schwärmerei und Hysterie. Ja, siehst du, das sagst du nur, weil es hier bei uns passiert. Aber weißt du, was ich glaube? Nein. Ich glaube, dass um uns herum im Stillen viele kleine Wunder geschehen. Denn Gott erhört die Gebete der Menschen. Er tut es nur mehr im Verborgenen, um unnötigen Lärm zu vermeiden. Denn wenn es nicht so wäre, dann können wir auch nicht so zu ihm beten, wie wir es tun, glaube ich. Wunder geschehen immer noch hier, in dem einen wie in dem anderen Fall. Mhm. Großvater? Ja? Holst du heute Maren von der Schule ab? Natürlich mache ich das. Trotz deines Rheumers? Ich pfeife auf meinen Rheuma. Bin doch noch kein Krüppel. Das kommt nur davon, wenn ich faul herumliege. Und wenn das Wetter sich dann ändert, dann zeigt es sich wie ein Teufel. Großvater? Ja, was ist denn noch? Glaubst du nicht auch, dass Anna eine richtig gute Frau für Anders wäre? Hm. Ist das der Grund, weswegen wir Kaffee zusammen trinken? Ja, nein, eigentlich nicht. Aber glaubst du es nicht auch? Lass uns lieber nicht über das Thema reden. Großvater, dass du so... Dass ich was? Dass du so verbauernstolz bist, das kannst du nicht leugnen. Ja, und warum um alles in der Welt sollte ich jetzt nicht sein? Der alte Mittelborg auf dem Borgenshof, sollte der nicht Grund haben, stolz auf seinen Besitz und sein Haus zu sein? Hier auf diesem Hof hat mein Vater vor mir gelebt, frei und unabhängig. Keiner unter ihm und keiner über ihm. Und davor lebte sein Vater hier und davor dessen Vater. Ich weiß, dass ich der Neunte aus diesem Geschlecht hier auf dem Hof bin. Dessen schäme ich mich nicht. Nein, im Gegenteil, ich bin stolz darauf. Meine alte Großmutter hat immer gesagt, es gibt von allen Dingen zweierlei, das Gute und das Schlechte. Und so gibt es vielleicht auch zwei Arten von Stolz. Den, der sich, was er besitzt, achtet und den, der andere und anderes verachtet. Ich achte jedermann in seinem Stand und Beruf. Wie in den Kasten in den südlichen Ländern. Leicht zu leicht besinnt sich gern. Großvater, das Einzige, worauf es ankommt, wenn man heiraten will, ist, dass man sich von Herzen mag. Die Liebe kommt mit den Jahren. Großvater, du sprichst von Dingen. Ja, lieber Großvater, ich glaube, du verstehst von allen Dingen auf der Welt etwas. Mit Ausnahme von der Liebe. Na, na. Großvater, warst du jemals verliebt? Ob der alte Mickelborgen jemals richtig verliebt war? Ja. Der alte Mickelborgen war mal der junge Mickelborgen. Und damals... Aber warst du wirklich richtig verliebt? Diesmal reicht nicht. Das habe ich mir noch gleich gedacht. Was hast du dir gleich gedacht? Dass du niemals richtig verliebt warst. Darf ich mir, da du so offen gefragt hast, mir auch diese Freiheit erlauben, junge Frau, hast du niemals an jemand anders gedacht als an Mickel? Nein. Seit meinem 12. Lebensjahr war niemand anders in meinen Gedanken als Mickel. Donnerwetter! Siehst du? Und darum verstehst du auch nicht, was es bedeutet, dass der Anders die Anna liebt. Wollen wir doch wieder darüber reden? Und ich bin überzeugt davon, dass Anders und Anna einander so lieben, wie Mikkel und ich es tun. Wie soll ich das denn begreiflich machen, wo du sowas selber ja nie erlebt hast? Für Maren und für dich, da war es ja nur... Was war es für uns nur? Ja, es war nur ein Geschäft, das Bauern miteinander abgeschlossen haben. Das hast du selber gesagt, Großvater, dass man deine geistigen Interessen nicht mit dir teilen konnte. Inger, lass Maren im Gabe ruhen. Da liegt sie in allen Ehren. Maren war mir eine gute Ehefrau. Sie war genau so, wie ich sie haben musste. Was meinst du, wie das hier ausgesehen hätte, wenn sie nicht da gewesen wäre? Während ich ringsum im Land umherfuhr, lieb sie daheim und stellte die Leute an die Arbeit nach den Anweisungen, die ich ihr gegeben hatte, bevor ich loszog. Großvater, wenn du versprichst, dich zu freuen, dass Anders und Anna einander heiraten, dann verspreche ich dir etwas, worüber du richtig froh sein wirst.
Und was wäre das? Du bekommst am Sonntag einen schönen Braten. Das ist ein gutes Angebot. Und das wird diesmal ein Junge. Freust du dich dann? Sagst du dann ja? Oh, du kannst schöne Versprechungen machen. Sagst du dann ja? Doch, nun wollen wir diesen Antrag nicht länger in diesem Aufsicht behandeln. Doch, genau das wollen wir tun. Aber das ganze Diskutieren bekommt ihr doch nicht. Wegen meinem Zustand will ich die Sache schnell erledigt wissen. Du beschäftigst dich viel zu sehr mit dieser Sache, Inga. Hör auf, dir deswegen Sorgen zu machen. Du wirst sehen. Anders wird sich die Sache aus dem Kopf schlagen und wir werden bequem für ihn ein Mädchen finden. Du willst es anscheinend begreifen. Da muss ich es dir direkt sagen. Anders ist heute nicht mit Mikkel aufs Eis gefahren. Anders ist nicht? Wo ist er dann? Er hat eine Radtour gemacht. Mit dem Rad? Eine Tour? Heute? Am Montag? Wohin? Na sowas! Genau. Dann ist er heute, dann haben wir deswegen zusammen Kaffee getrunken. Genau deswegen. Und wenn andersrum kommt, Großvater, dann... Dann ist er heute also zu deiner Liebsten gefahren. Und Großvater, wenn er nun kommt, dann nimmst du dich zusammen, hörst du, damit du heiter aussiehst. Und dann nimmst du mich in den Arm, dann gehen wir gemeinsam zur Tür und dann sagen wir zusammen, herzlichen Glückwunsch, Anders, nicht? Dann hat Peter Schneider heute einen Schwiegersohn bekommen. Und der alte Mikkel Borgen eine Schwiegertochter, eine süße. Ich habe keine bestellt. Großvater, willst du es denn nicht doch tun? So wie ich eben gesagt habe, willst du dich zu ihm gehen und sagen, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du es nicht deines Sohnes willen tun kannst, um seines Glückes willen, um deinetwillen und um deines Gottes willen, dann ist es für mich und für dein Enkelkind unter meinem Herzen. Nichts in der Welt bringt den alten Mikkel Borgen dazu, sich selbst etwas vorzumachen. Nichts! Also Anders ist mit dem Rad weggefahren, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Und du hast es gewusst und hast geschwiegen? Ein Komplott, meine eigenen Kinder hinter meinem Rücken. Und das ist ja doch toll. Großvater, wo willst du denn hin? Muss ich euch denken, ich hab auf ihn gesagt, will ich auch nicht, wo ich hingehe. Großvater, in deinem Rücken schreit, weil er schreit. Damit ein, was übrig bleibt, damit nichts verloren geht, denn hier mangelt es an nichts. Herein? Ja, ich wollte einfach, da ich hier gerade vorbeikam... Der Herr sei mit dir. Wie bitte? Der Herr sei mit dir. Sie wissen also, wer ich bin. Vielen Dank auch für Ihren Willkommensgruß für meine Arbeit hier. Aber ich kenne Sie leider nicht. Du kennst mich nicht? Nein, ich bin erst kurz hier, dass ich noch nicht alle Häuser besucht habe. Arbeiten Sie vielleicht hier oder sind Sie ein Hof hier auf dem Borgenshof? Ich bin ein Maurer. Ach, da schau her. Das ist ein schöner Beruf. Häuser für Menschen bauen. Aber es möchte keiner darin wohnen. Nein, natürlich nicht. Das Geld ist heutzutage knapp. Das spüre ich auch am eigenen Leibe. Wir leben auch ganz spartanisch, äußerst sparsam. Sehr, sehr spartanisch. Wasser? Danke. Sie selbst wollen bauen, können es aber nicht. Unbegreiflich. Wenn Sie Schuhe brauchen, gehen Sie zum Schuhmacher. Wenn Sie Kleider brauchen, gehen Sie zum Schneider. Aber wenn Sie Häuser brauchen, um darin zu wohnen, nein, dann kommen Sie nicht zu mir. Dann wollen Sie alles selber machen, können es aber nicht. Und deshalb hausen die einen in halbfertigen Hütten, andere in Ruinen, aber die meisten treiben unstet und obdachlos dahin. Ja, entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz, Herr. Ihr Wortwahl ist so eigentümlich, dass ich nicht recht weiß, ob es Scherz ist oder ernst oder was Sie sonst damit sagen wollen. Du bist also auch ein Obdachloser, der ein Haus sucht? Habe ich mir das nicht gleich gedacht. Unsere ganze Unterhaltung ist ein Missverständnis. Sie kennen mich also noch nicht. Ich bin der Pfarrer, Ihr neuer Pfarrer. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Wort allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Ja, ich wollte, da ich hier einmal gerade vorbeikam, einmal hereinschauen. Und wiederum steht geschrieben, du sollst deinen Gott, deinen Herrn, nicht versuchen.
Ja, aber worauf wollen Sie denn hinaus? Sie kennen mich noch nicht. Ich bin Pfarrer Banbul. Mein Name ist Pfarrer Banbul. Mein Name ist Jesus von Nazareth. Oh, nein. Sie sind nicht Jesus von Nazareth. Sie sind ein Sohn von Mickelborgen vom Borgenshof. Richtig, den man für einen Sohn von Josef hielt, einen Sohn von... Wissen Sie eigentlich, dass Sie geisteskrank sind? Ja. Wie bitte? Na. Und du? Weißt du, dass du geisteskrank bist? Nein, ich nicht. Siehst du? Ich weiß doch mehr als du. Siehe, deinen Regenschirm habe ich in eine Schlange verwandelt. Und du drehst dich nicht einmal um. So sicher bist du in deinem Unglauben, du Mann des Glaubens. Du glaubst an meine Wunder vor 2000 Jahren, aber nicht an mich heute. Warum glaubst du an den Toten Christus und nicht an den Lebenden? Ich hielt dich für Satan, als ich hörte, dass du Pfarrer bist. Aber du bist auch nur ein Mensch, der in die Irre geht wie all die anderen. Ja, womit wollen Sie denn beweisen, dass Sie, Jesus, dass Sie der sind, als den Sie sich bezeichnen? Du Mann des Glaubens. Du Mann des Glaubens, der du nach Beweisen fragst. Ich erweise mich als Christus, jetzt wie damals, durch Zeichen und Wunder. Ja, tun Sie denn Wunder? Ich habe deinen Regenschirm in eine Schlange verwandelt und du drehst dich nicht einmal um. Wie sollen Blinde sehend werden, wenn sie ihre Augen fest zupressen? Ja, was haben die denn für Beweise? Dieselben wie damals, dass der Geist allmächtig ist. Mein Vater im Himmel über allem. Aber das wissen wir doch schon. Und daher kommt ja die Verzweiflung. Ihr wisst es, aber ihr solltet es glauben. Ihr bekennt zwar Gottes Allmacht, aber ihr glaubt nicht daran. Ihr wollt lieber durch Worte als durch Taten leben, in hohen Bekenntnissen und nicht in der Fülle des Lebens. Und deshalb erstirbt eure Freude und siechen eure Gebete dahin. Sie tun keine Wunder, denn Wunder geschehen nicht. Gott bricht sein Wort nicht, das er einmal gegeben hat. Seine Weltordnung, die Naturgesetze, sein Plan von Ewigkeit her. Da so sagt es auch die Bibel. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern Gott ist der Gott der Ordnung. Und so spricht meine Kirche auf Erden. Als sie das erste Mal hier rumzog, ging ich von Wunder zu Wunder, um die Augen der Menschen für die Allmacht der Liebe zu erwecken. Ihr wollt lieber durch Worte als in Taten leben, in hohen Bekenntnissen. Aber wenn ihr mich wiederum ans Kreuz nagelt, dieses, für mich letzte Mal, dann wehe euch, dann wehe dir, du Kirche des Kaisers und des Judas. Ja, warum sperren Sie ihn denn einfach ein? Das ist doch ganz unmöglich. Guten Tag, Herr Pastor, und willkommen auf dem Borgenshof. Ich bin der älteste Sohn des Hofes, Mickelborgen. Danke, danke, vielen Dank. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich war gerade unten am Fjord, am Riedschneiden, und da habe ich Sie hineingehen sehen. Einen kurzen Augenblick später sah ich meine Frau und meinen Vater zur Küchentür hinausgehen und zur Schule gehen. Ich glaube, Sie gingen, um unsere kleine Tochter abzuholen. Bitte, möchten Sie nicht rauchen? Ja, danke. Naja, und so kam ich schnell nach Hause, für den Fall, dass Sie ihn niemanden antreffen würden. Denn die Arbeit unten am Fjord, die läuft ja nicht weg. Ich hoffe nicht, dass Ihnen die Zeit hier oben zu lange war. Haben Sie denn keins von unseren Mädchen hier gesehen? Von den Mädchen, nein, eigentlich nicht, aber war das nicht eben Ihr Bruder? Ach, haben Sie mit Johannes gesprochen? Er hat sich Ihnen gegenüber doch hoffentlich nicht ungebührlich verhalten. Nein, eigentlich nicht, aber schon, aber das muss doch wohl ziemlich anstrengend sein für Sie und besonders für Ihren alten Vater. Wurde er denn schon so geboren, so ein... Wir sprechen hier nicht gerne darüber, aber Ihnen... Sie sollten es doch wissen. Nein, er war ungefähr 25, als es passierte. Ja, der Herr prüft uns. Ja, der Herr prüft uns. So kann man es nennen. War es denn Liebe? Es war Björnsson. Wie bitte? Björnsson und Sören Kierkegaard. Johannes studierte ja Theologie. Er hatte ungewöhnlichen Geistesgaben. Und deswegen meinte Vater... Und alles ging am Anfang so glatt. Die Menschen strömten in Massen zur Kirche, wenn er in seiner Freizeit hier als junger Student predigte. Und fehlt Ihnen etwas? Ja, entschuldigen Sie bitte, aber hätten Sie vielleicht doch einen Aschenbecher? Entschuldigen Sie, Herr Pastor. Bitte sehr. Danke, vielen Dank. Und dann änderte er sich? Er dachte so angestrengt nach und setzte sich mit Zweifeln auseinander, nachdem er die beiden gelesen hatte. Besonders nach Jenseits unserer Kraft. Sie an Jenseits unserer Kraft, dieses alte Stück? Und dann verlobte er sich. Vater war überhaupt nicht glücklich darüber. Sie war die Tochter von Richter Galschiot. Sie an Richter Galschiot. Ich kenne ihn. Er hatte eine Tochter mit Namen Agathe, die auf unglückliche Weise ums Leben kam. Genau diese Agathe war es. Sie hatten gerade ein Theater besucht, das Betty Manson Theater heißt und am Stadtrand von Kopenhagen liegen soll. Ich bin selbst noch nicht dort gewesen. Sie hatten gerade Jenseits unserer Kraft gesehen. Und Johannes war noch ziemlich aufgewühlt, als sie nach Hause ging.
Auf jeden Fall lief er in seiner Geistesabwesenheit direkt vor ein Auto. Ja, und da stieß sie ihn zur Seite. Jetzt erinnere ich mich. Genau, sie rettete sein Leben und opferte sich selbst. Und das konnte sein Kopf nicht ertragen. Schrecklich. In der Nacht, als sie aufgebahrt war, da hörten ihre Eltern Stimmen aus dem Zimmer. Da stand er und zog sie hoch und gebot ihr im Namen Jesu aufzustehen und sie... Psst, ich glaube, mein Vater kommt. Jetzt nicht. Wir tun so. Guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag. Herzlich willkommen auf dem Baum. Danke für das Wort. Spät ist besser als überhaupt nicht. Guten Tag. Sie kenne ich bereits schon aus der Kirche. Wollen Sie eine schöne Tasse Kaffee mit uns trinken? Vielen Dank, aber darf ich mir dich für eine spätere Gelegenheit aufbewahren? Ich bin jetzt ein bisschen erschöpft und möchte gerne nach Hause. Sie kommen hier nicht weg ohne irgendetwas. Ach ja, die Zigarre natürlich. Sie sind immer herzlich willkommen auf dem Baum. Danke für dieses gute Wort. Ich nehme es buchstäblich. Auf Wiedersehen. Ist Anders schon da? Nein, Vater, aber lange kann es nicht mehr dauern. 90.000, darunter verkaufe ich nicht. Wovon redest du? Ach, Micke, dein Vater hat sich die verrückte Idee in den Kopf gesetzt, den Hof zu verkaufen, wegen der Sache mit Anders. Vater, ich kann nicht glauben, dass du auf so einen Unsinn kommst. So? Das ist doch der Hof unseres Geschlechts. Sollen die Leute etwa sagen, dass der jetzt so mit dir durchgegangen ist? Willst du ihn denn haben? Siehst du, Inga? Jetzt schweigt er. Und das ist gut so, dass er es tut. Wollt ihr es denn nicht begreifen? Wenn ich jetzt Anders verliere, dann habe ich alles verloren. Ich habe nichts zu dir gesagt, Mikkel. An dem Tag, als ich in deinen Augen las, dass du nicht den Glauben deines Vaters hast, dass du überhaupt keinen Glauben hast, das tat mir so weh, dass es mir fast das Herz zusammenschnürte. Aber ich habe geschwiegen. Ich habe versucht zu verstehen. Du hattest ja mit ansehen müssen, was das Christentum in diesem Haus bedeutete. Und ich die Reden und das Singen und die Festversammlung mitmachte. Und deine Mutter hatte den Dreck und die Last und die Flickerei. Ich habe mir auch gedacht, lass ihm Zeit. Er wird sich schon verändern. Er ist ja noch so jung. Der Tag wird schon kommen. Aber die Jahre vergingen und der Tag kam nicht. Denn heutzutage geschehen keine Wunder mehr. Und so musste ich wieder der Wahrheit ins Auge sehen, dass du, mein ältester Sohn, der Mikkel Borgen vom Borgenshof, niemals nach mir der Herr auf dem Hof sein würdest. Und ich sah, wie du weg wolltest, weg von dieser Heuchelei, dass hier Menschen ein- und ausgingen, die meinten, du seist einer von uns. Und ich gestand dir das im Stillen zu, dass du das machen könntest. Denn wir vom Borgenshof sind seit alten Zeiten daran gewöhnt, dass wir selbst sein dürfen. Ach, und deswegen hast du auch in Jektrup angerufen und gefragt, ob der Mühlenhof zum Verkauf wäre. Das hast du schon gewusst? Ja, das habe ich getan. Und er ist es in anderthalb Jahren. Du bist ein Stratege, Vater. Es geht doch um den Hof, Mikkel. In Vorzeiten soll hier ein Königshof gelegen haben. Und zum Königshof der Gemeinde habe ich ihn gemacht. Und ich habe natürlich gehofft, er würde es bleiben, wenn er auf dich übergeht. Das musste nicht sein. Aber ich glaubte daran. Ich verband diese Ansicht immer mehr damit, als ich die Fähigkeiten von Johannes sah. Ein Königshof. Nicht der Gemeinde. Nein, des ganzen Landes. Das lohnende Feuer, das wieder von Gottes Stunde ausgeht. Von hier sollte man es holen können. Der Mann mit Vollmacht. Du weißt doch, dass ich da immer von fabuliert habe. Von hier aus sollte er ausgehen. Solche stolze und hochfahrende Träume träumte ich. Und jetzt sie meine zerklickten Schwingen. Ich habe natürlich gehofft, er würde kommen. Aber er kam nicht. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Herr Großvater, wenn du Mikkel und ich nicht für immer hier auf dem Hof bleiben können, was kann es da Besseres geschehen, als dass Anders sich eine Frau nimmt? Selbstverständlich. Soll Anders sich eine Frau nehmen? Das ist doch sonnenklar. Könnt ihr es ja nicht verstehen, dass es nicht darum geht, dass Peter ein Schneider ist, sondern dass es das andere ist? Glaubt ihr nicht, ich würde Anders nicht kennen? Gutmütig und schwach und leicht zu beeinflussen, wie er ist. Er soll sich eine Frau nehmen, von unserem, von meinem, vom Glauben des Hofes. Der Borgenshof ist eine Grundwegfestung hier im Umkreis. Mein ganzes Leben lang habe ich in Grundwegs Gedanken gekämpft.
mein Traum, in dem ich meinen Hof fortnehmen sah, als einen Königshof für das geistige Leben in dieser Gemeinde, ist schon längst ausgebrochen. Ich möchte aber nicht mehr zusehen, dass der Hochbruch für die Verächtlichmachung des Glaubens wird. Darum verkaufe ich den Borgshof. Ach Vater, du hast Angst vor dem Pietismus. Angst? Angst davor, dass der Glaube von Anna stärker ist als der von Anders und dass der Geist vom Schneider Peter über den vom Borgshof siegen wird. Angst? Und deswegen kommst du mit dem Knüppel und drohst mit Verkauf, weil du sonst keine anderen Mittel mehr hast. Nick, hör auf! Sag, was du sagst. Mikkel, hör auf, du wirst doch jetzt, wo ich du verstehst, deinen Vater ganz falsch. Da kommt er schon. Du kommst sicher vom Riedschneiden. Nein, Vater, nein. Ich komme. Ja, dann mein Glückwunsch auch. Was ist das? Heult er? Er sagt nein. Er sagt nein. Wer sagt nein? Wovon sprichst du? Aber anders. Peter Schneider, einfach nein. Ich war über eine Stunde da, aber er war nicht herumzukriegen. Dann hat er mich rausgeschmissen, weil er in Versammlung war. Ich verstehe nicht. Versammlung? Rausgeschmissen? Peter Schneider sagt nein? Du bekommst Anna nicht? Das käme nicht in Frage. Das wäre ganz unmöglich. Ja, und du? Das lässt du dir bieten? Ein Sohn vom Borgshof kommt nach Hause und heult wie ein Schuljunge, der Prügel bezogen hat? Ja, aber was soll ich denn machen? Zumal wir mit euch auch noch nicht einig waren. Das ist ja alles so verzweifelt. Was sagt Anna denn dazu? Sie durfte nicht hereinkommen. Nun hört euch das an. Nun hört euch das an. Peter Schneider führt sich auf wie Thor mit dem Hammer. Und warum, wenn ich mal fragen dürfte? Weil du dich erdreistest hast zu fragen? Warum sollst du sie denn nicht kriegen? Weil ich nicht bekehrt bin. Ach so, deswegen. Wir vom Borgenshof sind nicht gut genug für Peter Schneider. Wir sind ihm zu gering, um uns mit seiner Familie zu verbinden. Wir dürfen nicht so hoch hinaus. Wir sind Heiden und Türken. Mit uns kann man kleinen Kindern Angst im Dunkeln einjagen. Aber ich möchte doch wissen, ob dieser Herr Manns genug ist, mir das ins Gesicht zu sagen. Also anders, ist es euer Ernst mit dir und Anna, dass ihr einander haben wollt? Meinst du, ich hätte mich sonst rausschmeißen lassen? Das ist eine klare Antwort, aber trotzdem ist sie falsch. Also, es ist euer Ernst. Ja, aber was kann das nützen? Ein Sohn vom Borgenshof fragt sich, was kann das nützen? Nichts ist ausweglos für einen Menschen, solange er daran festhält und es eine gute Sache ist. Nichts. Also, Mikkel. Ja, Vater. Spann mir die Braunen vor den Schlitten und du hol mir meinen Überzieher. Vater. Und du leg den Futtersack in den Schlitten und zieh dein Mantel an. Nein. Zum Sonderwetter normal. Vater, den ich immer zerlebt habe. Der fährt sich ein. Guten Abend, Mikkel. Tritt bitte ein. Kommst du mit dem Schlitten, Mikkel? Ja, Anders ist bei den Tieren. Anders? Hey, Anders, stell eben die Pferde auf die Tenne, da ist noch Platz. Und komm selbst ins Warme. Mikkel, sei so gut. Leg ab. Sei so gut, nimm Platz. Guten Abend nochmal, Anders. Sei so gut und nimm Platz. Christine, du kommst doch mit einem Schluck Kaffee. Ihr müsst nur etwas Geduld haben. Das muss nicht sein. Du ahnst, weswegen wir kommen, Peter? Ich kann es mir schon denken. So? Und wo hast du Anna hingeschickt? Ich habe doch gesehen, dass sie eben hier war. Ach, sie hilft wohl ihrer Mutter in der Küche beim Kaffee machen. Sie wird aber doch hereinkommen. Das denke ich nicht. Und warum nicht? Ach, weißt du, Mikkel, ich habe zu ihr gesagt, dass sie es besser sein lassen soll. Ich denke, es fällt ihr leichter, den Weg des Herrn zu gehen, wenn sie anders nicht so häufig sieht. Da hörst du es, Vater. Merkwürdig, Peter, dass wir hier in einer Meinung sind. Ha, das verlegen wir aber sonst nicht so häufig zu sein. Weißt du, ich habe es immer schon gewusst, dass es der Weg unseres Herrgott ist, dass die beiden sich nicht kriegen sollten. Ja, aber das ist nun nicht so merkwürdig. Nein? Nein, denn du bist Mikkel Borg und ich bin Peter Schneider. Hm. Da siehst du es. Aber der Unterschied zwischen uns beiden hat doch nichts mit Gottes Wegen zu tun. Das hat er nicht. Aber wahrscheinlich kann ich das eher einsehen als du. Da kommt schon unser Kaffee. Bitte nehmt am Tisch Platz. Wenn Anna nicht hereinkommt, setze ich mich auch nicht an den Tisch. Lass Anna hereinkommen, Christine. Ja.
sagen. Anna, komm herein und sag guten Tag. Ja? Guten Tag, Anna. Guten Abend. Guten Abend, Anna. Guten Abend, Anders. Jetzt gehst du wohl besser nach draußen, kleine Anna. Lass dich ruhig hier bleiben. Anna, geh in die Küche und leg Holz unter den Kessel und halt ihn am Brennen. Ja. Anders, du kannst deinen Kaffee auch in der Küche trinken. Ja, das will ich gerne. Wenn ihr jetzt dagegen habt, Christine und Peter. Das kannst du trotzdem tun. Dann wollen wir den Kaffee eben zu dritt in der Küche trinken. Als ob du auch etwas zu sagen hättest hier. Es scheint mir, als ob du deine Meinung über den Weg des Herrn geändert hättest, Mikkel. Peter, ich will es dir offen und ehrlich sagen, wie das kam. Es sind noch keine 2 Stunden her, als das passierte. Ich wurde wild wie der Teufel, als Anders heimkam und mir erzählte, wie du ihn behandelt hättest. Genauso, wie mich die Wut gepackt hatte, als ich hörte, er sei mit dem Rad hier hingefahren. Aber dann habe ich im Schlitten gesessen und über das Ganze nachgedacht. Und versucht, die Sache mal von deiner Seite aus zu sehen. Und jetzt kann ich verstehen, dass auch du etwas opfern würdest. Aber, Peter, lass es uns tun. Unsere Kinder sollen noch nicht leiden unter den Meinungsunterschieden zwischen dir und mir. Wir sollen doch auch als Christenmenschen etwas von uns selbst opfern, um andere Menschen glücklich zu machen. Etwas von uns selbst opfern? Ja, das sollen wir und das tue ich, indem ich Nein sage. Denn sie, um vielleicht die Seele meiner Tochter zu opfern, dazu habe ich kein Recht. Was meinst du damit, Annas Seele zu opfern? Wäre dir Freidenker oder Heiden, fiel es mir viel leichter, Ja zu sagen. Denn Anna mit Gewalt von den Wegen Gottes abzubringen, das ist nicht so einfach. Aber einen Menschen zu verführen und zu verblenden, das ist sehr viel einfacher. Wer will sie denn verführen und verblenden? Wenn ihr seichte Musik und Kartenspiel und Tanz anstelle des Herrn bieten würdet, dann wüsste sie, das ist Satans Werk und sie wäre auf der Hut. Aber ihr bietet ihr das alles und erlaubt ihr gleichzeitig, ihren Herrn zu behalten, so wie ihr das nennt. Und das könnte das Kind verunsichern. Ja gut, man sollte sicherlich nicht so über sein eigenes Kind reden. Aber wenn ich es nicht aus der Heiligen Schrift wüsste, dass alle Menschen Sünder sind und vor Gott des Ruhmes ermangeln und auch das mit der Erbsünde, ja, dann würde ich glauben, meine Anna ist so rein wie ein Engel Gottes. Aber das ist natürlich nur die Sünde der Hoffart, dass ich stolz bin auf meine eigene Tochter. Ich weiß nicht, ob das so ist. Sie war so fein und unschuldig, gleich als sie geboren wurde. Und mit der Zeit hat das noch zugenommen. Niemals hat einer von uns beiden es verdient, dass der Herr uns einen solchen Schatz anvertraut. Christine jedenfalls nicht. Aber auch ich nicht. Kannst du dann nicht verstehen, dass man jemanden, von dem man so viel hält, den ich aussetzen möchte? Aber es bringt ja doch nichts, dass wir darüber sprechen. Du verstehst mich ja doch nicht. Ja, und du verstehst mich nicht. Oh doch, ich kann dich ganz gut verstehen. Denn ich war ja früher so wie du. Ja, aber das war dir zu wenig. Dafür solltest du dir was Neues und es fing für dich alleine an. Du hast recht, es war mir zu wenig. Du hast auch recht. Du hast auch recht. Je länger ich lebe, desto weniger verstehe ich euch. Diese Gemeinde, wo grundwegs Licht ein Menschenalter hindurch geläutet hat, und dennoch flüchtet ihr euch in die Finsternis des Pietismus. Oh nein, Peter, ich werde nichts Schlechtes über den Pietismus sagen, obwohl, aber lassen wir das. Ihr seid sicher genauso gute Christen wie wir, genauso gute, obwohl, aber lassen wir das doch. Ich will euch respektieren, aber vertragen kann ich euch nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber was ist denn an uns, dass du uns nicht vertragen kannst? Alles, alles. Den Pietismus und die Bewegung Grundtvigs sind 2 verschiedene Richtungen. Ach nein, es sind 2 verschiedene Religionen. Für uns ist Gott der Vater und der Schöpfer. Aber ihr macht Gott zum Anführer einer Partei. Ihr quält mich, denn ihr beleidigt meinen Gott, den Gott des Lichtes und des Lebens und der Mannigfaltigkeit mit euren Dunkelmännergesichtern, eurer Todessehnsucht und eurem Bekehrungsgeschwätz. Das ist doch alles ganz verkehrt und es zeigt mir, wie wenig ihr davon versteht. Wir machen Gott nicht zum Anführer einer Partei. Nein, er ist es. Wir vollziehen keine Trennung. Die Trennwand ist da zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Glauben und Unglauben.
Und wir sind vom Geist erleuchtet, sodass wir es erkennen können. Blödsinn! Die Gottesfurcht des Menschen ist nichts Äußerliches. Der, wie der Geringste aussieht, kann der Größte sein. Wie könnt ihr es wagen, ihr Stümper, wie ihr es nach einer eigenen Aussage seid, zu richten, wenn Christi eigenes Gebot... Das haben wir doch schon so oft gehört. Nun lass uns doch endlich vernünftig werden. Der größte Unterschied zwischen Gott und dem Satan ist doch da. Sollte dann der Unterschied, der zwischen seinen Jüngern besteht, nicht auch direkt ins Auge fallen? Nein, Mikkel, jetzt bist du aber zu weit gegangen. Dunkelmänner, wir sind die sauertöpfischen Frommen, wir, die wir vom Geist erleuchtet sind, wir sind die Dunkelmänner, aber du hast das fröhliche Christentum. Weißt du, was mir manchmal so durch den Sinn gegangen ist? Wenn man dich so die letzten Jahre gesehen hat, dann hast du oft so traurig und trübe ausgesehen. Aber wenn ich hier auf meinem Tisch sitze und meine Hosen und Blusen nähe, dann singe ich aus voller Brust meine herrliche Glaubenslieder und fühle mich so leicht und frei, weil Jesus alle meine Sünden hinweggenommen hat. Und würde ich auch auf der Stelle hier auf diesem Tisch tot umfallen, so wüsste ich, ich ginge erlöst und selig heim zu ihm. Ha, und die anderen? Und all die anderen? Ha! Wenn ich jemals begreife, dass man auch nur eine glückliche Stunde leben kann, wenn man felsenfest davon überzeugt ist, dass Fremde, Freunde, Angehörige, Landsleute, ja die ganze weite Welt, außer einen selber, alle fahren zu ewigem Feind in die Hölle, sobald sie sterben. Und davon seid ihr doch überzeugt. Wir wissen doch nicht, was mit den Menschen in ihrer Todesstunde geschieht. Ob der Herr ihnen da nicht noch eine Gnadenfrist gibt, um sich zu bekehren. Ach so, so beruhigt ihr euch selber. Ihr glaubt, die meisten Menschen bekehren sich in der Todesstunde. Nein, 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 Mikkel, nein. Wir glauben, dass die allermeisten Menschen in die Hölle kommen. Es muss doch ernst damit sein, weil Gott seinen eingeborenen Sohn opfern musste. Schau, du kannst dir sicher vorstellen, was für einen Eindruck es auf mich machte, als ich das von Anders und Anna hörte. Ich bin ein armer Mann, sehr arm. Und steht dort auch ein Telefon, was ich als Schneider notwendig brauche. So habe ich es doch zum Ende des Vierteljahres abbestellen müssen. Nun kann es mit einem Mal so werden, als würde ich der Schwiegervater vom Borgenshof. Ja, so dachte ich. Nur mal so angenommen, durch meine Tochter und mich. Nur mal so angenommen. Der Borgenshof würde durch uns Unwürdige für das Reich Gottes zurückgewonnen. Ja, so dachte ich. Und mir wurde ganz schwindelig vor Augen. Bis ich begriff, dass es die Sünde der Hoffart war, dass es der alte Adam war, der sich in mir erhob, mit seiner Begierde nach Macht und Herrlichkeit. Und Gottes Geist musste mich ermahnen, dass des Herrn Wille sich nicht durch äußere Dinge wie Heirat und all dergleichen kundtut, so wie wir uns das vorstellen. Ja. Du kannst mir glauben, dass es mir schwerfällt, mir das aus dem Kopf zu schlagen. Es war ein Opfer. Aber nun verstehst du auch wohl, dass da nichts mehr zu machen ist. Das Einzige ist nur noch, dass der Herr mein Gebet erhören wird. Dein Gebet? Ja, von dem Tag an, an dem ich dich und die Deinen verließ und bekehrt wurde, ist nicht ein Abend vergangen, an dem ich nicht für dich gebetet habe, Mikkel. Der Herr hat die Macht zu allem, auch dich aus Unglauben und Irrtum herauszuholen. Irrtum und Unglauben? Ja, aus dem Irrtum und Unglauben, in dem du dein Leben lang gelebt hast. Irrtum und Unglauben? Mikkel, du sollst nicht länger laues Wasser trinken. Der Herr selbst bietet dir die unverfälschte Milch des Wortes. Milch? Mikkel! Irrtum und Unglauben? Dann habe ich also gelebt? Nicht zu fassen. Großartig. Als ich den Hof übernahm, da gab es nicht ein Körnchen, nicht ein einziges Körnchen lebendigen Christentums in dieser Gemeinde. Ich fing an. Ein Einzelner. Keiner war mit mir. Nicht mal meine Frau. Niemand. Außer Gott. Der alte Pastor. Rationalist, der er war. Predigte und wetterte Sonntag für Sonntag gegen mich von der Kanzel. Aber das Werke die. Das Versammlungshaus wurde errichtet. Die Schule wurde gebaut. Das Haus für die Jugendarbeit kam hinzu. Der Gesang schallte über die Gemeinde hin, in die Häuser hinein, in die Herzen hinein. Die Leute kamen in Scharen zu den Versammlungen. Und all das, was ich in fast 50 Jahren aufgebaut habe, wofür ich den Segen Gottes erhalten habe, das ist alles nicht als Irrtum und Unglauben. Wenn wir allerdings nur nach äußerlichen Resultaten gehen wollten, dann gibt es erkleckliche Gemeinden, die in den letzten 20 Jahren... Und ich selbst, wenn meine Seele von diesem Ort hinüber zu den Sternen fuhr,
und meine Taufe, wo Gottes Finger feierlich das Kreuz über meine Stirne schlug. Und mein Glück zu wissen, dass ich dort, ohne es schon verstehen zu können, in Gottes Vaterarme gelegt wurde. Und mein Abendmahl, wo ich das Gotteswort selber spürte. Christus leibhaftig, der kam und meine Sünden hinwegtrug. Und ich ging heimwärts im Schein der Sonne und fühlte mich zum Besten glücklich und sang befreit. Und die Tausenden von Mal, wo ein Vater unser mir neue Wärme, neues Licht, neues Leben schenkte, wenn ich mich ratlos fühlte oder schuldig. Und das Wort aus meinem Munde und das Wort, das ich hörte, das alles miteinander ist, das alles miteinander war, das alles miteinander ist nun Unglauben und Irrtum, Irrtum und Unglauben. Der Alte selbst, Grundtvig selbst, sein Leben bestand dann auch nur aus Unglauben und Verirrung? Ich habe nichts von ihm gelesen und kenne ihn eigentlich viel zu wenig. Oh, du sollst dich jetzt nicht darum herumdrücken. Er ist also auch nicht zu retten. Mikkel, wir Menschen sollen nicht verurteilen. Oh, dann ist es ja doch nicht so leicht, den Unterschied zwischen den Jüngern Gottes und des Satans festzustellen. Oder bist du zu bange und traust dich nicht, mir zu antworten? Gottes Kinder kennen keine Furcht. Uns kann keiner ärgern. Schau, Mikkel, Grundtvig war ein Mann, der sich sein Leben lang mit inneren Kämpfen und Zweifeln herumgeschlagen hat. Heilsgewissheit und Frieden mit Gott, das hat er nicht gekannt. Dann ist ja alles klar. Ja, und auch seine Nachfahren waren keine gläubigen und bekehrten Menschen, so wie ich es sehe. Wie du es siehst? Ja, dann ist Grundtvig verloren. Also, wenn der Peter Schneider urteilen darf, befindet sich also Nikolai Friedrich Severin Grundtvig in der Hölle? Anders, anders! Ja, Vater? Dieses Mädchen, wie heißt sie noch? Anna, die soll nicht deine werden. Dein soll sie werden. Und wenn mich der Teufel holt, und wenn ich sie aus diesem Zuchthaus herauszerren müsste. Aber Vater. Mikkel, Mikkel, du wirst für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Aber heute ist nichts zu machen. Spann an. Vater. Spann an! Und ich sage jetzt gute Nacht, Peter Schneider. Mikkel Borgen, du wirst noch mehr gedemütigt werden. Deine hoffärtigen Pläne mit Johannes hat er durchkreuzen müssen. Über Johannes möchte ich keinen Ton aus deinem Munde hören. Nicht auf mich sollst du hören, sondern auf den Herrn. Du wirst noch mehr geprüft werden. Und ich werde für dich beten, dass der Herr dich nicht aufgeben, sondern niederbeugen möge in den Staub ganz tief. Hallo? Ja, hallo, hier ist... Nein, noch nicht. Sie wollten gerade aufbrechen. Nein. Sieh da. So? Ja, ich werde es ihm ausrichten. Ja, gute Besserung und guten Abend. Was ist los? Wem wünschst du da gute Besserung? Erstaunlich wundersam. Wahrhaftig, wahrhaftig, wir leben im Land der Wunder. Was ist los? Eben noch sage ich, du wirst noch mehr geprüft werden. Da ruft dein Sohn Mikkel an und sagt, dass mit Inga etwas Schweres ist. Ah, Inga, das ist ja nur... Nein, er sagt, es ist für schwer, Inga. Oh, dann müssen wir uns beeilen. So wünsche ich dir, dass der Herr dein Herz diesmal erreiche, so hart er auch zuschlagen muss. Was sagst du da, Mensch? Ich glaube, Gott helfe mir. Du bist dabei und wünschst, dass meine Schwiegertochter sterben soll? Die Erlösung der Seele ist wichtiger als alles andere. Ist das nicht auf andere Art zu erreichen? Daran wünsche ich es in Jesu Namen. Das tust du! Das tust du wirklich! Weißt du, wie die Antwort darauf lautet? Ja, bezeugen ihn nicht, Mikkel. Bist du auch der große Mikkel Borgen. So haben auch noch andere das Recht, auf Erden zu leben. Fahr zur Hölle! Nein, ich will dir nicht im Wege stehen. Wir sehen uns vor Gericht, du Schuft von einem Gutsbesitzer. Warum liegt die Hebamme? Sie sind beide da. Ist was mit dem Kind? Es liegt verkehrt. Ach, das tat Johannes auch. Und er ist der von euch, der am besten gewachsen ist. Wenn meine Frau am Leben bleiben würde, dann könnten wir froh sein, sagt der Doktor. So, sagt er das? Was weiß er schon davon, wenn es darauf ankommt? Er kann auch nur das tun, was in seiner Macht steht. Er kann auch nichts zu bestimmen. Sollte ich mal zu ihr gehen? Inga ist ohne Bewusstsein. Dann geh du, mein Junge, geh du.
Wie geht's, Vater? Es wird schon gehen. Aber du und ich, Anders, wir haben heute Nacht viel zu tun. Wir haben viel zu tun? Ja, mit Beten. Ja, Vater, das machen wir. Für Anna und für Inga. Am meisten für Inga. Anders, das Recht klären wir selbst. Der Herr sei mit dir. Ist schon gut, Johannes. Seltene Fremde heute Abend, vornehme Besucher heute Nacht. Ja, Gott sei Dank ist der Doktor nicht täglicher Gast auf dem Borgenshof. Es war der Herr mit zwei Engeln. Meinst du Dr. Auen mit her? Erst kamen die Engel. Ein Frauenengel und ein Männerengel. Ich weiß nicht, ob noch mehrere gekommen sind. Und dann kam der Herr selbst, der Großfürst selbst, mit seiner Sense und seinem Stundenglas. Johannes, halt deinen Mund. Weshalb so furchtsam, du Kleingläubiger? Noch bin ich nicht zu meinem Vater gegangen. Geh in deine Kammer, geh ins Bett. Aber in seiner Vaterstadt habe keine machtvollen Taten, denn sie glaubt nicht an ihn. Das Kind ist jetzt da, Vater. Nein! Ist es ein Junge, wie sie es mir versprochen hat? Ja, es war ein Junge. Siehst du, Mikkel? Inga hält, was sie verspricht, und Gott verlässt. Er liegt in einer Schüssel in vier Teile zerschnitten. Und Inga? Und Inga? Bewusstlos. Mein Junge, könntest du doch beten? Du kannst es ja, Vater. Das werde ich auch tun. Das werde ich auch tun. Allmächtiger Gott. Barmherziger Gott. Nicht noch mehr. Um deiner Liebe willen, nicht noch mehr. Du hast mir den Kelch randvoll eingeschenkt. Jetzt bitte ich dich, lass ihn nicht, nein, lass ihn nicht überlaufen. Was machst du da für ein Theater? Begrüße den Großvasallen meines Vaters. Er ging ja hier durch mit dem Kind. Ja. Anders! Hättet ihr mir geglaubt, wäre dies nicht geschehen. Anders! Nun verrate ich nichts mehr. Ach Gott, er schläft ja auch schon. Er hat ja auch seinen eigenen Kummer. Wie groß muss deine Not werden, bis du niederfällst und mich anbetest? Johannes! Wenn du deinem alten Vater einen Gefallen tun willst, dann bleib heute Nacht in deiner Kammer. Ah. Was starrst du da so an? Siehst du ihn denn nicht? Da steht er doch. Anders, Anders! Ja doch, Vater. Bring deinen Bruder weg. Bring ihn weg. Er macht mich wahnsinnig. Er macht mich auch noch wahnsinnig. Johannes, komm her. Komm mit auf deine Kammer. Sie suchen Trauben auf Dorn. An den Weinstock gehen sie vorüber. Großvater? Kleine Maren, bist du noch nicht im Bett? Doch, bin ich. Und was machst du noch hier? Du hast doch so laut gerufen, Großvater. Ach, dann habe ich dich wohl wach gemacht. Ja, ich bin doch heute woanders. Ich schlafe nebenan. Und weißt du weshalb? Weil ich heute ein kleines Brüderchen bekomme. Es ist doch wirklich schade, dass Mutter ausgerechnet jetzt krank werden musste. Deswegen hat auch der liebe Gott bestimmt, dass das kleine Brüderchen noch nicht kommt. Hat er das? Ja. Und jetzt geh bitte wieder rüber, kleine Mark. Und bete zu dem Herrn Jesus, dass er deine Mutter ganz, ganz schnell wieder gesund macht. Ja, aber das tut er nicht. Tut er nicht? Nein, denn sie stirbt heute Nacht. Ach, was redest du da für ein Unsinn, Kind? Doch, das sagt Onkel Johannes. Und dann will Onkel Johannes sie wieder aufwecken. Ebenso wie damals, der Mann und das kleine Mädchen. Du weißt doch, du hast es mir doch selbst erzählt. Und dann werden wir Gott alle dafür danken. Ja, und jetzt geh bitte wieder rüber und leg dich hin. Sieh mal, dort kommt Vater. Ich kann es nicht mehr aushalten, bei ihr zu sitzen. Sei stark, mein Junge. Sei stark. Ich sehe ja, was kommt. Kommt? Könnt ihr denn von nichts anderem reden? Vergesst ihr, dass ich auch nur ein Mensch bin? Ein Mensch? Ein alter Mann? Vater, ich glaube, ich kann es nicht ertragen, sie zu verlieren. Du wirst sie nicht verlieren, Mikkel. Gott wird schon... Vater, willst sicher. Du mir einen Gefallen tun? Falls sie sterben sollte, wirst du dann dafür sorgen, dass ich nicht mehr anhören muss über Gottes Prüfungen und Gottes Vaterliebe und von ihm, der bis hierher geholfen hat. Und was für Sprüche noch. Ich habe nämlich zu viel Respekt vor dem Gott meines Vaters, um das alles zu ertragen. Mein Sohn, mein Sohn. Noch etwas.
versprichst du mir, dass du so lange am Leben bleiben willst, bis Anna und Anders verheiratet sind, damit Maren eine... Allmächtiger Gott, jetzt läuft er über. Jetzt läuft der Geld über. Es darf nicht geschehen. Das bringst du nicht über dich. Lass es nicht geschehen. Nimm Inga nicht von uns. Mikkel, mein lieber Junge, sollen wir zusammen zu ihr gehen? Wie stark du doch bist, Vater. Ja, denn ich halte Gottes Hand fest. Ich halte sie ganz fest. Komm. Ja, denn dann sollst du sie ja wieder aufwecken. Aber die anderen werden es mir nicht erlauben. Aber was wird dann aus Mutter? Deine Mutter kommt dann in den Himmel. Das gefällt mir gar nicht. Kleines Mädchen. Du weißt ja gar nicht, was es heißt, eine Mutter im Himmel zu haben. Komm. Hier ist eine wollene Decke. So. Nun brauchst du nicht mehr frieren. Und nun setzen wir uns hier auf die Bank und ich erzähle dir, wie es ist, eine Mutter im Himmel zu haben. Siehst du. Wenn man seine Mutter im Himmel hat... Ist das besser, als wenn man sie auf der Erde hat? Das kannst du dir doch selber denken. Eine Mutter im Himmel zu haben, ist himmlisch. Wer das hat, ist niemals allein. Nein? Nein, wir sind niemals allein. Immer wenn wir etwas Gutes tun, lacht sie zu Gott Vater herüber und er nickt freundlich zurück. Und sofort merken wir, dass unsere Mutter stolz auf uns ist. Und das macht uns froh. Denn eines Kindes Lächeln und eines Mutters Freude sind ein und dasselbe. Das kannst du dir ja selber denken. Aber wenn wir böse sind, weint sie dann? Ja, dann weint sie. Und ihre Tränen tropfen auf unser Herz hernieder. Das nennt man Reue. Gott Vater lächelt aber auch jeder betrübten Mutter zu. Jedoch ein schlechter Mensch, wenn er drinnen in seinem Herzen Gottes Lächeln in seiner Mutter Tränen spürt, der muss dann selber weinen und wird dann wieder weich und gut. Aber wenn wir zu Schaden kommen, was dann? Einem Kind, das eine Mutter im Himmel hat, kann nichts Böses geschehen. Aber der Ole vom Schmied hat sich voriges Jahr erst das Bein gebrochen. Aber das war was rein Körperliches. Ach so, aber sehnt Mutter sich nicht nach mir? Aber sie ist doch immer bei dir. Wie glaubst du, könnte sie im Himmel sein, wenn sie dich missen müsste? Von niemandem weiß man so gewiss, dass man ihn immer um sich hat, wie von einer Mutter, die gestorben ist. Nicht einmal von der Lebenden? Aber die muss sich doch noch immer um so viel anderes kümmern. Die muss melken und die Dielen schrubben und Geschirr spülen. Das muss die Tote alles nicht mehr tun. Das kann ich mir selber sagen. Siehst du? Ich hätte aber doch lieber, dass du sie aufwächst, Onkel Johannes. Menschenkind, Menschenkind. Nun musst du ins Bett klein machen. Gute Nacht, Onkel Johannes. Ach, du bist so gut. Niemand ist gut als Gott allein. All unsere Güte quillt aus ihm. Wächst du mich bitte zu? Ja, und ich schicke dir zwei von meinem Vaters Engeln, damit sie heute Nacht auf dich aufpassen. Lieber Gott, Vater im Himmel, du bist doch das Licht und das Leben. Du wirst uns doch jetzt nicht die Finsternis und den Tod senden. Du wirst sie doch nicht von uns nehmen. Vater unser, der du bist im Himmel. Zum Teufel, komm nicht das heiße Wasser. Doktor, schnell, schnell! Allmächtiger Gott, barmherziger Gott. Verschmäht ihr doch immer mein Angebot zur Rettung? Weiche von mir! Wehe über euch, ihr, die ihr Gottes Herrlichkeit erstickt mit dem Leichengestank eures Glaubens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein einziges Wort. Es kostet dich ein einziges Wort. Johannes, nein, nein. Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, was ist Wahnsinn? Und worin liegt der Sinn? Mikkel Borgen, nun näherst du dich Gottes Reich. Tu nun den endgültigen Schritt. Bring mich nicht dazu. So, Mikkel Borgen. Nein, nein, sagen Sie es nicht, Doktor. Sagen Sie es nicht. Die Blutungen sind zum Stillstand gebracht und Schlaf ist gesund. Wenn in dieser Nacht nichts mehr hinzukommt... Allmächtiger Gott, Lob, Dank und Ehre. Ja, heute Nacht habe ich ein schweres Stück Arbeit geleistet. Bestimmt, Herr Doktor. Danke, danke. Ach nein, ich kann Ihnen ja gar nicht richtig danken. Gott möge Sie segnen. Und jetzt einen anständigen Kaffee. Ja, sicher, ja, sicher. Sie wird wieder gesund. Bitte, Herr Doktor. Danke.
Nehmen Sie auch Milch und Zucker? Gerne. Bitte schön. Doktor, darf ich mal ganz leise zu ihr gehen? Ja, aber wirklich ganz leise. Sie schläft. Der Borgenshof dankt Ihnen für diese Nacht. Weihnachten bekommen Sie zwei Gänse. Ich bin kein Tierarzt. Die sterben bei meiner Behandlung. Sie werden sehen. Jetzt muss ich aber. So, es wird schon werden. Ist er endlich weg? Ja, er ist weg, Johannes. Und jetzt gehen wir ins Bett. Wie geht's, Vater? Ausgezeichnet, Anders. Wieder alles erwarten. Hm. Er steht doch immer dort. Er hat die ganze Zeit dort gestanden. Johannes. Sie ist es, auf die er wartet. Johannes, geh jetzt ins Bett. Seht doch, jetzt geht er durch die Wand. Alter Mann, gib mir deinen Glauben. Vorher vermag ich nicht, ihn aufzuhalten. Johannes, Inga schläft jetzt. Die Gefahr ist vorüber. Du brauchst dich nicht mehr zu ängstigen. Hört ihr es? Das ist die Sense. Er hiebt daneben. Er hiebt dagegen. Das ist das Haus vom Doktor. Es fährt gerade an. Sieh das Licht. Blendend weiß. Wirst du wohl aufhören? Johannes, ist ja immer dasselbe. So, jetzt ist sie gestorben. Was? Plötzlich im Schlaf ist sie in sich zusammengesunken. Mein Sohn, das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Der Doktor, er war doch eben noch bei ihr. Kommt mit und seht selber. Halt ein! Los! In meines Vaters Namen gebiete ich dir, gib her! Gib mir die Seele her! Du musst es. Tust du es nicht? Dann geh jetzt. Aber wenn die Stunde des Glaubens kommt, wirst du sie mir zurückbringen. Ich habe es den ganzen Abend gewusst, Vater. Der Arzt, wir müssen ihn anrufen. Wenn du einen Arzt gegen den Tod anrufen kannst, Anders, dann tu es. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Glaubst du das, Johannes? Aber Mikkel... Möchtest du die Schlafende sehen, kleiner Bruder? Sag mir, wo ihr sie aufgebettet habt. Nein, lass sie nicht. Warum darf Johannes sie nicht sehen, Anders? Von uns allen ist er doch wohl derjenige, der am wenigsten leidet. Ja, man weiß nie, was ihm noch einfällt. Es kann nichts Schlimmeres kommen, als was schon gekommen ist. Vater, verherrliche deinen Namen. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Agathe! Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Was ist nun? Ist er tot? Nein, Vater, solche wie der, die sterben nicht. Ich bin in dem Augenblick um, als er es sah, aber er atmet noch. Nicht mal diese Gnade ist uns vergönnt. Tragt ihn hinaus! Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn. Aber bitte, nehmen Sie doch Zigarren. Es sind viele Leute da. Gerade eben ist der Pastor angekommen. Dann müssen wir wohl bald zur Kirche. Er soll wohl zuerst seinen Kaffee haben. Vater, man hat eine Spur von Johannes gefunden.
Wo? In den Schmiedehügel. Dann ist er noch nicht tot? Noch nicht tot? Stell dir vor, Vater, er war vielleicht die ganzen 5 Tage dort. Und jetzt ist er nicht mehr dort? Nein, aber da war eine Spur, die führte hierher. Wollen wir nicht langsam die Türen öffnen, damit die Leute ihn gar noch einmal sehen können? Mikkel, du bringst mich um. Vater, willst du mir einen Gefallen tun? Nach dem Begräbnis sorgst du dann bitte dafür, dass die Leute zur Nachfeier gehen und so. Ich glaube, ich werde noch einen Augenblick auf dem Friedhof bleiben. Mikkel, du willst doch nicht etwas... Nichts anders, nicht das Geringste. Ich werde schon für alles sorgen. Ich danke dir, Vater. Ja, Inga, dann müssen wir wohl den Sargdeckel auf dich legen. Vater, werden wir das aushalten? Lass den Pastor zuerst ein Gebet sprechen. Ja, ja, es soll geschehen, mit allem Brimborium, wie es sich gehört. Da kommt er ja. Dann hat er wohl seinen Kaffee gekriegt. Wenn ich noch an den Tag zurückdenke, als sie mir den Kaffee servierte, es ist hart, es ist sehr hart. Auch dieses ist für etwas gut, Herr Pastor. Sonst wäre es ja nicht geschehen. Das ist ein Wort des Glaubens. Bedenken Sie, junger Mikkelborgen. Selbst der Schmerz ist schön, wenn wir in aufrechter Haltung die Schläge des Schicksals entgegennehmen. Und dass es schön ist, Herr Doktor, das ist ja so überaus wichtig. Ja, nicht wahr? Also, haben Sie schon gehört, dass man Ihren Sohn Johannes... Erzählen Sie mir doch genau, wie es gewesen ist. Als er die Tote sah, da rief er den Namen seiner Verlobten und fiel um? Ja, sie haben ihn dann zu Bett getragen und dann wollte man wohl später... Dann wollte ich bei ihm wachen, doch ich schlief ein. Und als Sie aufwachten, war er weg? Wir haben gesucht und überall gefragt, aber... Dann hat also niemand mehr mit ihm gesprochen, seit er ohnmächtig wurde? Nein, niemand hat ihn gesehen. Ja, dann, Mikkelborgen, muss ich Ihnen sagen, dass Sie auf alles vorbereitet sein müssen. Ja, Gott gebe, dass er erlöst wäre. Nun, der Tod ist nicht alles. Wir werden sehen. Aber auch wenn dein Leben weitergehen sollte, so muss es doch für etwas gut sein. Verzeihung, wenn ich hier eindringe. Peter, du kommst hierher? Verzeiht mir, wenn ich mich aufdränge. Aber ich wollte so gerne etwas sagen. Peter, ich weiß, dass du es gut meinst. Mikkel, Mikkel. Alter Mikkelborgen, wirst du meine Hand annehmen? Wirst du mir vergeben? Aber ich war doch, der zugeschlagen hat. Das schon, aber ich war es, der die Worte des Erlösers vergaß. Vergaß auch, die andere Wange hinzuhalten. Nun habe ich inständig gebetet, der Herr möge mir verzeihen, um des Blutes seines Sohnes willen. Aber das solltest du jetzt auch tun. Oder willst du mich aus dem Haus werfen? Du bist im Recht. Aber das ist doch jetzt ganz gleichgültig. Das ist es nicht. Denn ich habe dir hier oben am Sarg etwas zu sagen. Etwas, was ihr alle erfahren sollt, bevor Inga hinausgetragen wird. Seht, da liegt sie, so fein und unschuldig. Sie war eine gute Frau. Ich bin gewiss, sie lebte im Glauben. Aber ich meine, sie liegt als Opfer deiner Sünde dort. Aber du und ich, wir sind sicher gleich große Sünder vor dem Herrn. So will ich denn auch etwas geben. Peter, sei jetzt still! Ja, ja. So bin ich gekommen, um zu sagen, dass ihr Platz nicht leer stehen soll. Der Herr nimmt und der Herr gibt zurück. Anna, komm doch herein. Peter, das tut so gut. Bringst du Anna zu uns, Peter? Das kann dir nur der Herrgott vergelten. Ja, hier habt ihr sie. Dieses Sühneopfer hat mir der Herr auferlegt. Nun ist sie euer. Nun habe ich nur noch meinen Erlöser. Ihn lasse ich niemals fort. Anna. Geht behutsam mit ihr um hier oben, hört ihr? Denn nebst ihm ist sie mein Liebstes, mein einziger Reichtum hier auf Erden. Willkommen auf dem Bornshof, Anna. Jetzt muss schon bei aller Sonne sein, Anche. Ich danke dir, Anders. Gottlob, jetzt weiter. Das Kind, lass es kommen, denn jetzt muss es ein Ende haben. Liebe Wohnschwiegertochter, ich danke dir für alles Gute. Ich danke dir für alles, Inga. Denn alles war gut. Bis auf ein Wiedersehen in nicht so ferner Zeit. Doch, Mikkel, es gibt ein Wiedersehen. Du kannst sagen, was du willst. Es gibt ein Wiedersehen.
sonst wäre das hier zu furchtbar. Liebe Wohl, Inga, bis dahin. Gott erfreue deine Seele im Himmelreich. Liebe Wohl, Inga, vielen Dank. Nein, nein, das dürft ihr nicht! Ihr dürft uns nicht trennen, ihr dürft uns nicht trennen! Morgan, schonen Sie sich! Lassen Sie uns nach draußen gehen! Stützen Sie mich bitte, Herr Doktor! Es geht gleich vorüber! Es war nur eben so, als ob die Beine... Hörst du, Mikkel? Ihre Seele ist jetzt im Reich des Lebens und des Lichts. Ob du es glauben willst oder nicht, das mag dir ein Trost sein. Hier ist sie nicht, das siehst du doch. Aber ihr Leib, ich liebte doch auch ihren Leib. Dein Tauchfund, Mikkel, unser Tauchfund. Das Wort aus des Herrn eigenem Munde, Auferstehung des Fleisches. Fasse dich nun und sei stark. Du bist ein Sohn vom Borgeshof. Sei stark und nimm Abschied. Leb wohl, meine Liebste. Leb wohl, meine allerliebste, kleine Liebste. Leb wohl. Der Dachdeckel anders. Halt! Nein, nicht den Sargdeckel! Johannes, du? Du bist gekommen? Ja, Vater, ich bin gekommen. Vater? Sagst du Vater? Johannes, deine Augen! Du bist bei Verstand? Ich bin bei Verstand, wie ihr das nennt. Sie glaubten, ihre Verlobte zu sehen und alles versank um sie herum. Und als sie wieder erwachten, war ihr Verstand wieder da. Ist ihr Erinnerungsvermögen auch wieder in Ordnung? Nach und nach kam alles wieder. Da sehen Sie, Borgen, was habe ich gesagt? Meine Diagnose. Jetzt schweigen Sie, Doktor. Hier will ich ganz allein meinen Gott danken. Ihm allein gebührt die Ehre. So? Ja, was bei Ihrer Behandlung herauskommt, sehen wir jetzt auch. Sie sind gut, Mikkel Borgen. Wenn etwas schief geht, dann ist es meine Schuld. Und wenn es gut geht, dann ist es Ihrem Gott zu verdanken. Hört zu, liebe Freunde, was auch geschehen sein mag. Aber bedenkt doch, wir stehen hier vor einem Sarg. Johannes, wo bist du gewesen? Wie ist sie ergangen? Warum hast du nichts gesagt? Ich konnte nicht. Ich brauchte Ruhe, Einsamkeit, in die Natur hinaus. Diese Tausende von Gedanken ordnen. Jetzt stehst du hier. Stehst hier mit deinem Verstand. Nein, nicht mit meinem, mit eurem. Ich stehe hier mit eurem Verstand. Ich bin zurückgekehrt in das Grauen. Ist dies eine christliche Leichenfeier? Wo ist die Siegesgewissheit des Auferstehungsglaubens? Johannes, versündige dich nicht. Ihr seid es, die sich versündigen. Wir sind kleine und armselige Menschen. Das ist ja die Gotteslästerung, klein und armselig zu sein, bei so einem großen und reichen Gott. Hier steht ihr, wehrlos vor dem Tode, nackten, jungen Vögeln gleich, in den Katzenkrallen des Geschicks. Ihr klammert euch an dünne Heidengedanken und selbstgemachten Menschentrost. Und dennoch hat Christus für euch gelebt, ist für euch gestorben und wieder auferstanden. Zu euch brachte er das Wort, wie einstmals Prometheus das Feuer. Johannes, es ist alles so wahr und richtig, und trotzdem ist es so schwer. Gewiss doch. Aber wenn ihr denn schon nicht Christenblut genug in euch tragt für die freudige Erwartung des Ostertriumphes, so hättet ihr doch zum Gebet allmächtig sein können, ihn zu fragen, ob ihr sie wiederhaben dürftet. Das ist nicht einem von euch eingefallen. Es steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Gewiss doch, aber dennoch hättet ihr fragen können, ob ihr es dürftet. Seht, ich habe in der Einsamkeit im Schnee gelegen und so lange gebetet, bis es mir warm wurde und ich die Erlaubnis dafür bekam. Und dann bin ich nach Hause gerannt. Erwartungsvoll, glücklich, stark und nun stehe ich hier, von eurem Kummer und Zweifel, nein, eurer Selbstaufgabe niedergedrückt, mitten unter Menschen, Christen, ohnmächtig erfroren wie ihr. Was soll das heißen, hier an der Leiche meiner Frau so rumzuschreien? Weil Mikkel, mein Bruder, du lieber, ehrlicher, ganzer Mann, der nie mit seinem Gottesglauben Gott verhöhnt hat, weil es ein Jammer und Kummer ist, dass Gott gut und allmächtig ist und seine Erde dennoch im Elend liegt. Weil unter den Gläubigen nicht einer ist, der glaubt. Ist da denn keiner? Nicht einer unter euch, der meine Hände stützen kann, während ich das Wunder auf uns herniederbete? Johannes.
Johannes Born, Sie sollten Ihre Nerven schonen. Unter den Ungläubigen dort gibt es Gläubige. Kinder, musst du denn vermodern, weil die Welt voller Halbglauben ist? So lasst es geschehen. Verharrt in eurer Selbstgefälligkeit und lasst mich zurückkehren in die Finsternis, in das Dunkel, in die Gnade der Nacht. Seht, da kommt es alles. Mach jetzt schnell, Onkel Johannes. Das Kind, das Größte im Himmelreich. Dich hatte ich vergessen. Oh ja, bei dem Kind will ich's erlösen. Schau deine Mutter an, kleines Mädchen. Wenn ich nun Jesu Namen spreche, wird sie sich aufrichten. Schau sie dir jetzt an. Und nun gebiete ich dir... Ich protestiere! Lassen Sie mich los, Doktor, ich protestiere! Wunder geschehen nicht, weder ethnisch noch religiös. Schaffen Sie ihn hinaus! Heuchler! Unbewusst sprichst du im gottgeweihten Kleid im Satan das Wort. Du lähmst meine Kraft. Du hast immer Propheten verfolgt und Apostel gesteinigt. Hinaus mit dir! Ich weiche nicht, ich stehe hier von Amts wegen. Nun wohl, bleib hier von Staats wegen, nur nicht von Gottes wegen. Höre mich an, mein Vater in der Höhe. Reiche mir das Wort, das Christus für uns vom Himmel gebracht hat. Das Wort, das Lebensspendende, reiche es mir jetzt. Höre mich an, du Tote. Im Namen Jesu Christi, der die Fesseln des Todes und des Grabes gesprengt hat. So wahr Gottes will, kehre ins Leben zurück. Ich sage dir, weit stehe auf! Inga! Amen, lieber Gott. Was? Aber das ist doch ethisch ganz unmöglich, das darf doch gar nicht geschehen! Ich hab's doch schon immer gesagt, man soll die Leichenschau nicht medizinischen Laien überlassen. Aber wer hört schon auf uns Ärzte? Johannes! Du stirbst mir doch nicht etwa? Nein, Johannes! Nein, ich bin nur ein wenig müde. Nein, jetzt beginnt erst das richtige Leben. Ja, Inga, das Leben. Das Leben.
Gemeinde, liebe Grundtvigianer, liebe Pietisten. Wir sind hier zusammengekommen. Nein, ich möchte jetzt keine Predigt mehr halten. Die Herren, Pastor, verzeihen Sie das jetzt bitte. Ja, wir möchten noch gerne noch einer solchen Aufführung Danke sagen an Sie, liebes Publikum, dass Sie uns so toll unterstützt haben, dass Sie diesen tollen Rahmen geboten haben, dass wir inmitten dieser Gemeinde spielen durften. Und unser Dank gilt auch natürlich allen Beteiligten, die hier auf der Bühne gestanden haben, vor allem aber den Beteiligten, die hinter der Bühne gestanden haben. Das ist der Bühnenbau, das ist die Beleuchtung oben, der Hardy. Das sind natürlich auch die Kostüme, die Elisabeth und Helga wieder ganz herrlich für uns zusammengestellt haben. Und ganz besonders für uns Schauspieler wichtig, Sie haben es eben einmal auch gemerkt, sind unsere beiden Soufflösen und die möchte ich jetzt mal bitten, dass sie auf die Bühne kommen. Flößen haben es bei der Aufführung nicht so schwer. Die haben es mal vorher etwas schwer mit uns. Vor allem hier. Aber das ist eine andere Frage. Ja, deswegen möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei Daniela. Bitte schön. Und bei Maren. Ja, und wir haben. Ich muss ein bisschen ausruhen jetzt. Dauert nicht mehr ganz so lange, aber ein bisschen ausruhen muss ich noch. Wir haben gestern nach der Generalprobe zusammengesessen und ein bisschen überlegt, wie läuft das morgen. Dann kam so ein Stichwort, alles wird gut. Und das Stichwort wurde auch heute ganz gut aufgenommen und umgesetzt, glaube ich. Und die beiden Personen, die da hauptverantwortlich für sind, sind Steffi Doos und Petra Neumann. Bisschen wieder vermasselt, weil als sie vorhin kam, hatte sie ein T-Shirt an, beide, alles wird gut. Ich hoffe, es ist alles gut geworden. Ich hoffe, es ist alles gut geworden. Und wir möchten einfach Danke sagen, dass ihr so toll nicht mit uns gearbeitet, sondern wir haben zusammen Theater gespielt. Und es war irgendwie keine Arbeit. Muss ich sagen, es hat uns super gefallen. Deswegen möchten wir uns gerne bedanken. Wir haben ja heute ziemlich viele, wir haben eigentlich einen Feiertag heute. In Nordrhein-Westfalen ist 60 Jahre alt geworden. Wir haben nochmal das Abschiedsgeschenk für parat. Ja, danke schön. Und Sie sehen hier eigentlich geballte Bühnenerfahrung auf der Bühne, auf dem Parkett. Also wir haben es gestern Abend mal ganz kurz zusammengezählt, da waren wir auf über 150 Jahre. Aber einen möchte ich doch nochmal eben kurz herausstellen, der dieses Jahr seit 55 Jahren auf der Bühne steht. Fanny Zerdon. Bei uns, lassen Sie uns ins Gespräch kommen über das Stück, sicherlich nicht ganz so ein gewöhnliches Stück, das ist vorhin schon angeklungen, wäre sehr interessant, wenn wir mal Ihre Eindrücke auch kriegen. Sie haben uns intensiv damit beschäftigt, Sie haben jetzt 2 Stunden geballte Ladung bekommen, interessiert uns schon, was Sie von dem Stück denken. Dankeschön.